Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft im Survival Mode. Und jetzt gucken wir mal nach, was wir... Letztes Mal haben wir ja da die Steine gebrannt, um da Ziegelsteine draus zu machen, so normale graue Ziegelsteine. Wo hat man die nochmal reingetan? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Gut. Hier haben wir schon mal ein paar. Hier haben wir schon mal ein paar. Und da haben wir auch schon mal ein paar. Haben wir hier noch welche drin? Nö. Dann verbauen wir die mal gerade. Mal trägt man da ein paar Ziegelsteine drus. So. So, dann hier nochmal ein paar raus. Und dann machen wir hier nochmal vier Stück draus. So, ich glaube, da kommen wir erstmal mit aus. Wenn nicht, dann gehen wir uns noch welche holen oder stopfen noch ein bisschen in die Öfen rein. Aber so müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, nach oben gehen muss man leider mit der Pfeiltaste. Jetzt müssen wir mal was essen, sonst klappen wir gleich aus der Sohle. So, da können wir noch ein paar bauen. Alles wunderbar. So. Oh, dann haben wir erstmal was zu machen. Zu tun. Wenn wir die zwei, die da vorne drin sind, erstmal wegmachen. Oder die vier da. Damit das alles gleich aussieht. Ne? Naja, die Zombies, die gehen mir jetzt erstmal gerade am Arsch vorbei. Jetzt bauen wir hier erstmal die Steine rein und dann geht's weiter. Eben. So. Haben wir einen Stein rausgeschmissen gerade. Können wir uns jetzt erstmal da drum und dann können wir ja noch immer da unten ein bisschen farmen gehen. Kriegen ja jetzt auch Erfahrung, wo wir da die Steine brennen. Aber erstmal sollten wir damit ja soweit durchkommen. Ja, also ich finde im Leben sehr gut, wenn man sich mit einer Sache auskennt, aber ich finde das auch gut, wenn man seiner Mutter oder seiner Frau oder seiner Schwester oder seinen Verwandten helfen kann, egal in welcher Lage sie sind. Muss was tapeziert werden und sie brauchen Hilfe dabei, dann kannst du tapezieren. Da muss Laminat verlegt werden, und die brauchen Hilfe dabei, weil sie es nicht so kennen, dann hilfst du denen dabei, oder ist egal was halt, du kannst denen überall, egal was zu machen, was sie brauchen, kannst du denen helfen. Schon viel wert, oder nicht? Wenn man da einen hat, der einen dabei hilft, die Sachen da alles zu machen, und das klappt alles so, ist doch nicht schlecht, oder? Ich höre mir hier die ganze Zeit die Skelette, aber ich glaube, da hier oben werden sie uns erstmal nichts tun. Mal gucken, gleich setzen jetzt noch eine Reihe drauf. Und dann gucken wir erstmal, wie das aussieht. Müssen wir mal gucken, was wir so als Zwischenwand nehmen. Denken wir, das aus hier können wir ein paar Stockwerke hoch machen. Und dann überlegen wir uns, was wir hier reinmachen. Nee, wir machen jetzt hier keine Schlafsäle für Leute.
Weil hier kommt ja keiner hin, hier kann ja keiner hinkommen. Willst du das ja im Multiplayer bauen oder irgendwie freistellen? Aber ob die Leute das dann gleich ganz lassen würden, ist ja dann die andere Frage, ne? Es gibt ja so Leute, machen dann das. Ja. Geh du mal da hinten spazieren und ich gehe hier vorne rum spazieren. Ist doch ein Deal, oder? Kann man doch machen so, oder? Jetzt sind wir nicht einmal rumgekommen. Ach, hier haben wir noch welche, noch halbe Stufen. Wo haben wir die denn hier? Naja, egal. Ich komme ja da halbwegs mit einmal rum. Die ist da hinten noch beschäftigt. Hoffentlich sieht er uns nicht. Oder riechen. Naja, eine Nase hat er nicht. Also kann er uns nur sehen. Jetzt müssen wir hier einmal runter hoppen und einmal durch die Flitz hier. Kann man das so lassen? Ich weiß nicht. Gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Steine haben. Wenn nicht, tun wir da noch ein bisschen in den Ofen rein. Dann müssen wir jetzt erstmal nach hinten laufen und aus den Kisten was holen. Jetzt müssen wir an denen vorbeilaufen, weil wir ja keinen Schwert haben. Genauso wie beim letzten Mal, ne? Ach so. Wir war keine Kohle mehr drin. Nicht mal genug. Aber da unten können wir jetzt wieder was rein. Ach so, dann nehmen wir die doch mit. Da. Die Cobblestone. Gerade mal. Dann können wir die direkt da unten reinkloppen. Damit wir mindestens eine Reihe dann noch drauf machen können. Und gucken mal, ob wir hier nicht irgendwo noch ein paar Holzblöcke haben, die man verbauen kann. Was ist das? Oh. Ist das hier weiße Wolle? Die können wir auch mal gerade verbauen. Ach so, so. Okay. Wo war das denn? In dem, Baumhaus, genau, da müssen wir hin. Suchen wir uns hier nochmal ein paar Steine gerade. Damit wir die nochmal gerade in den Ofen tun können. Ich glaube, das geht so. Jetzt hier eins rein. Das ist halt so, wenn man. Hier haben wir noch ein paar Steine. Okay. Jetzt mal hier wieder welche rein. Und in die ersten Öfen, da ist nämlich genug Kohle, glaube ich, drin. Da die Steine weiß ich, zu brennen. So. Eigentlich, wenn man Stein schmilzt, wird da Lava draus. Und wenn das erkaltet, dann wird da natürliches Glas draus. Aber glaub kein Obsidian. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal pennen. Da sind Zombies in der Nähe. Deswegen kann man nicht schlafen. Jetzt haben wir kein Holz dabei. Jetzt müssen wir gerade mal kurz rausgehen und ein bisschen Holz schnell holen. Und schnell mal ein Schwert hier machen. Bis die Konsorten da ihre Wege gehen. Aber das Interessante ist, da geht keiner rein. Ist schon spannend. Da oben ist einer. Er sieht uns noch nicht. Er riecht uns noch nicht. Der hat ja na eine Nase, glaube ich. Zumindest denke ich mal, dass ein Zombie eine Nase hat. Sonst wird er ja nicht den Leuten hinterherlaufen. So, jetzt machen wir da schnell mal ein paar Stückchen draus. Geht das auch hier? Probieren geht über Studieren. So, Hammer. Ich glaube, da sollten wir mal gerade weggehen. Weil da uns ein Zombie gerade entgegenkommt.
Hier kann man auch reingehen. Also, weil man zu wenig Papa Papa haben, kann man nicht laufen. Bis jetzt hat man das noch nicht gehabt. So. Was sollte man denn machen? Stöckchen und da draus dann ein Schwertchen. Ein Schwert, ja. So. Dann teilen wir das nochmal und dann nochmal 4 Stück raus und dann. Ne, da können wir nichts machen. So, dann macht man uns doch mal ein Eisenschwert auf 2. Dann haben wir jetzt genug. Das Diamantschwert machen wir dann irgendwann mal, wenn wir ein bisschen hier ein bisschen laufen gehen. Ja, Diamantschwert meine ich. Natürlich. Noch 29 Stunden können wir aufnehmen, dann ist der Computer voll. Ding Pong. So. Wie viel braucht man? Nein, nehmen wir erstmal so. Machen wir aber nur 2 Stück. Und dann. So. Ist ja jetzt egal. Und. Ne, dann machen wir noch eine Schaufel. Schaufel brauchen wir nicht. So, 1, 2. Und den Rest. Packen wir mal wieder weg. Nur die Stäbe, die lassen wir dabei. Die brauchen wir ja für. Für neue Schwertchen zu machen oder so. Nehmen wir nochmal ein bisschen Lapis Lazuli mit. Wir haben gerade 14 Level, vielleicht können wir da was Nützliches drauf machen. Auf das Schwert. Das wäre nämlich nicht ganz so verkehrt, wenn wir da ein bisschen drauf hätten. Drauf verzaubert hätten. Moment, das Schmiede- und Zauberhäuschen da. Hehe, am Arsch, jetzt kannst du nichts mehr machen, Junge. So, ach so, falsche Schlot. Was haben wir denn da? Haltbarkeit 2. Schärfe 2. Nämlich ist der Füße 1. So. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Schärfe 1, Schärfe 2. Wieso nimmt er das jetzt nicht auf? Aha. Jetzt soll ich aber erstmal Nemesis der Eisenschwert, Nemesis der bla 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 blub. Das ist das hier. Guckt er da noch immer rum? Boah, haut gut rein, ne? Würde ich mal sagen. Ich kriege gerade auch den Creeper damit weg. Ja, das war mir klar, dass du Affe direkt wieder alles kaputt machst. Dafür haben wir ja ein bisschen Erde dabei. Ich weiß zwar nicht, wo wir die jetzt gerade her haben, aber. Okay, ne? So. Viel Spaß da unten. Dein Kollege hat wieder hier die Decke eingerissen. Weil ihm danach war. So. Aber da haben wir was dagegen. Haben wir eigentlich. Ne, wir haben gar kein Holz mehr, ne? Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Achso, wir könnten ja noch ein paar Steine bauen. Oder? Aber das Nemesis da. Hab ich noch keinen gesehen. Ich nicht. Nemesis des bla 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 blub. Bidi blub blub blub. Ach, der
Natürlich, Junge. Und dann hat's wieder aufgehört. Gucken wir mal, ob wir irgend so ein bisschen Kies haben. Oder müssen wir uns den jetzt wieder besorgen gehen? Beim Kieshändler. Um die Ecke. Da haben wir Kies. Und wir wollten nochmal ins Baumhaus. Und wir müssen mal was essen. Und den Lapis Lazuli wegtun. Nur mal so aus Vorsicht. So, mit Essen. Damit die Leben wieder aufgefüllt ist. Und, ja, komm, lauf mal dahin. Das ist ein kürzerer Weg bis zu der einen Bude da hinten, die wir jetzt bauen. Was kann man denn da machen? Ich weiß es nicht. Dreht. Hier ist noch ein Stein, dann tun wir das doch dabei und dann können wir direkt hier. Können wir jetzt da den einen Weg noch ein bisschen machen? Hier von da nach oben. So. Ja. Schön Rand wegmachen. Wenn die uns schon so anbetteln, dann gehen wir jetzt gleich mal da runter und kloppen die erstmal da weg. Wo haben wir denn? Da haben wir den Kies. Den setzen wir jetzt mal da ein. Ja, ich komme jetzt gleich. Eine Sekunde. Ich mache hier nochmal gerade den Weg fertig. Wenn das im Bereich des Möglichen mehr ist. So. Setzen wir da oben nochmal einen Stein rein. Den machen wir da mal weg. Mit der Spitzhacke. Mit der Spitzhacke können wir auch was drauf machen, ne? Wenn die schon mal aus Eisen ist, dann können wir da was drauf machen. Zwei Blöcke brauchen wir für so eine Tür, ne? Dann setzen wir die direkt mal hier ein. Da haben wir ja ein paar Stück von. So. Gut. Haben wir dann. Ne, wir haben kein normales Holz, ne? Was wollte ich denn jetzt bestimmen? Achso, ich wollte ein bisschen abfarmen gehen. Erstmal auf die Axt, jetzt haben wir das Lappelatz. Lappelalalali. Da hinten reingetan. Da müssen wir ein bisschen lose gehen. Schon groß, was wir hier gebaut haben. Vielleicht können wir auch mal einen Weg von dem Baumhaus nach da drüben hinbauen. So. Lapis Lazuli, die Pfeile, ja. Sind halt Pfeile, kann man mal machen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen die Spitzhacke verzaubern und dann gucken wir mal, vielleicht können wir da Haltbarkeit oder so. Oder, ne, wie heißt das denn jetzt nochmal da? Sanft, irgendwas sanft Zeug, ne? So, was haben wir denn da? Achso. Jetzt. So. Was haben wir denn da? Effizienz und Haltbarkeit. Das wäre Effizienz 2. Okay, vielleicht müssen wir ein paar Level aufsteigen. Ich weiß es nicht. Bis Level 18. Ja, nehmen wir jetzt mal Effizienz. Und dann verbauen wir mal gerade die Steine hier. Noch. Damit wir einmal rumgekommen sind. Zumindest kann jetzt keiner hier mal reingehen. Kommen. Tun. Reingehen. So. Dann hat man hier drauf. Dann müssen wir da wieder die halben wegmachen. Effizienz heißt das jetzt, dass er das schneller abbaut, oder? Dass da zwei Blöcke draus kommen. So. Jetzt erstmal mit der Schaufel haben wir hier noch drin.
So. Jo. Müssen wir uns mal überlegen, was wir hier alles reinmachen. Das ist auch wieder so ein halbes Fußballfeld, habe ich hier wieder gebaut. Vielleicht machen wir mal kurz was anderes. Gehen wir mal darüber da hinten ins Baumhaus und setzen da und tun da mal ein paar Tischdecken drauf. Können wir nicht schneller? Da. Sind da voll gefressen. Also müssen wir darüber kommen. Ganz easy. Kann man nämlich da auch mal fertig machen. Das habe ich nämlich gestern gesehen. Da habe ich noch was hier rumgefummelt. Nicht an mir selber, sondern an dem Spiel hier. Gleich füttern wir vielleicht noch mal ein bisschen die Kühe. Mal gucken. Waren hier auch Tische? Ich weiß es nicht. Ne, hier war nichts. Hier konnte man auch nicht rausgucken. Deswegen hatte ich bestimmt gedacht, nee, da braucht man nicht. Hier haben wir auch keinen Tisch. Gut, dann kann man hier auch hochgehen. So, hier haben wir auch zwei Betten. So, und jetzt brauchen wir hier die Wolle. Wolle. Die Wolle, Wolle. Gut, so. Ja, das wollte ich nicht. Ja, jetzt haben wir hier schon mal eine Tischdecke drauf. Könnte man die Wolle eigentlich auch noch einfärben. Aber ich glaube, das ist unnötig, ne? Oder? Wie sieht eigentlich der Baum aus? Ich mach mal da mal einen Mammutbaum drauf oder irgendwie so. Weil der sieht so ein bisschen verloren auf dem Dinge da aus. Oben drauf. Jetzt gehen wir erstmal die Kühe füttern. Jetzt haben wir 4 Tick, dann machen wir mal 6 draus. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal und dann können wir auch schon wieder losziehen. Gucken wir mal, ob wir hier wieder ein paar Steine haben, um dann wieder weiterzubauen. Oh ja, gleich ist die Folge zu Ende. Aber wir haben ja noch. Hier haben wir noch Wolle, 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 Wolle. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hier ist nichts drin. So, hier mal. Fast wieder Level 11. Aber auch noch fast. Ist eine rohe Kartoffel. Die kann man, glaube ich, nicht futtern. Glaube ich. Mach Spaß mit dir, mal so weg. Ach, hier mal noch. Dito, haben wir ganz vergessen. Ach, hier die halben Steinchen weg. Und dann verbauen wir die mal direkt, die wir hier haben. Einmal. Zweimal. Das sind auch Steine. Gut. So, und hier noch. Und hier noch. Man sonst noch was Steine, ne? Dann haben wir ja jetzt erstmal genug. Kann man sonst. Das sieht ja auch nicht schlecht als Boden aus. Dann machen wir mal die restlichen Steine mit. Tun wir mal die fast kaputten Dinger da raus. Die noch. Dann gucken wir mal, ob wir da schon mal den Boden mitmachen können. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Dann vielleicht eine Etage nach oben. Da haben wir ja noch ein paar Treppen.
Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Und beim nächsten Mal werden wir dann den Boden dann das Haus bauen, die nächste Etage. Und ja, dann müssen wir nochmal Zwischenwand machen und dann können wir gucken, was wir noch weiter hochbauen. Vielleicht machen wir uns dann nochmal Holz, um da die Etage abzugrenzen. Und so weiter und so fort. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.